Hallo Freunde, willkommen auf der LS22 Map Karpatenlandschaft in der Folge 2. In Folge 1 habe ich euch die Map mal gezeigt. Hat ein bisschen länger gedauert als ich dachte, weil ich auch das Hofgelände mit dazu genommen habe und hier das ganze Equipment, das hier immer noch wunderbar aufgereiht steht. Das Coole an dem Equipment ist eben, dass alles Simple IC hat. Und wir ein bisschen Türen auf und zu machen können und teilweise ein paar mehr Funktionen haben. So, jetzt wollen wir aber endlich loslegen. Na, geht das auch? Nee, geht natürlich nicht. Geht nur, wenn es hart an ist. So, dann steigen wir mal wieder ein hier und fahren unser Auto mal wieder auf Parkposition zurück. Mal gucken, ob ich das hier aus der Innenansicht hinbekomme. Den brauchen wir nämlich gerade nicht. Wir müssen uns jetzt tatsächlich Gedanken darüber machen. Ich habe zwei reife Weizenfelder, die geerntet werden wollen. Das ist die eine Aufgabe heute. Und das andere ist der Punkt, dass wir ja hier irgendwie mal aufräumen müssen, ne? Das steht alles jetzt noch hier so locker in der Mitte rum. Das tut natürlich nicht Not. Wo stelle ich jetzt was am besten hin? Ich habe noch keine Ahnung. Die großen Hallen hier sind wahrscheinlich eher so für Drescher, Häcksler. Ein Xerion könnte ich da reinstellen. Und dann 1, 2, 3, 4. Und das ist Werkstatt. 4 Plätze. Und den großen Fendt vielleicht. Was könnte man da noch reinpacken? Ja, ich glaube, das ist schon... Ist schon ganz okay. Wir fangen mal kurz an damit. Wir werden zwei Traktoren werden wir brauchen. Und den Drescher werden wir brauchen. So. Also. Tür zu. Lenkrad her. Ah, Sound. Ein schöner Sound. Ah, vielleicht fahren wir auch mit dem Klaas ab, oder? Könnten wir eigentlich auch machen. Der sieht wahrscheinlich lustig aus vor den Anhängern, die ich habe. Ich habe ja die Rudolf-Anhänger. Na, warum willst du nicht? Jetzt. Achso, ein bisschen verzögert. Okay. So, dann machen wir mal alle Tore auf hier. Bäh, bäh, bäh. Und stellen den da erstmal eine Runde rein. Mal gucken, ob es passt. Nicht kaputt fahren. Oh, sieht aber gut aus. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Tür lasse ich einfach auf. So, den Häcksler brauchen wir nicht. Der Häcksler kann ja auch mit Schneidwerk da rein. Da muss man ja nichts austauschen oder so. Ich frage mich immer noch, ob ich hier nicht irgendwie besser hochkomme. Ob es da nicht einen gescheiteren Weg gibt, aber ich fürchte nicht. Der Häcksler kommt mal... dahin. Falsch rum. Ich hoffe, das passt. Es könnte knapp werden hier. Schön langsam. Ohohoho. Jetzt weiß ich, wofür man die Spiegel eigentlich einklappen kann. Oh, nee, nee, nee. Das sieht gut aus. Tja. Da bin ich schon ein bisschen stolz. Das hat doch ziemlich gut hingehauen. Oh, wir müssen, glaube ich, noch absenken. Und das sollten wir machen. Kann es angeschlossen bleiben? Ich weiß es gar nicht. Oder sollten wir das besser abnehmen? Wahrscheinlich schon, ne? So.
dann ausmachen. So, steht beisammen, ist okay. Da kommt dann der Drescher hin. Das Schneidwerk kommt da hinten hin. Da stand es vorher auch. Und da müssen wir mal gucken, da haben wir dann einen Platz frei. Aber da wird noch einiges an Equipment nachkommen, denke ich mal. Ich stelle erstmal den Unimog da rein. Dann haben wir den schon mal weg. Ich will mal das Fenster runter machen. Wobei der Unimog auch hier drunter passen würde, wahrscheinlich. Aber irgendwo müssen die Kinder auch ihre Fahrräder hinstellen. Hier sieht man allerdings nicht so gut. So, einigermaßen über die Spiegel. Welche Seite muss ich jetzt treffen? Welche Einfahrt ist es? Wenn ich irgendwo gegenknalle, weiß ich Bescheid. Kein Plan, ob ich hier jetzt richtig bin. Oh, doch. Mensch. Aber irgendwo fahre ich gegen. Nee, gar nicht. So. Ausmachen. So kann man immer schnell einsteigen. Eigentlich muss ich die zumachen, die Türen, ne? Ist ja auch Quatsch. So, mach zu. Bei dem weiß ich noch nicht. Vielleicht nehmen wir den gleich mit. Und da kommt man wieder nicht so richtig ran. Wo war denn hier die... Da. Ist ein bisschen doof. Man muss irgendwie so über den Reifen kommen hier. So, den werden wir nutzen. Den auch. Und die anderen beiden müssen wir erstmal wegparken. Tür zu. Dann würde ich sagen, für die Traktoren machen wir da eine Halle. Mal schauen, ob wir die hier reinkriegen. Und vor allem wie und wen wo. So, nicht, dass ich die Tür abfahre. Ist ja relativ viel Platz drin. Also die standen hier tatsächlich so ein bisschen quer. Meine Idee ist, die so zu parken. Ja, genau zwischen den Toren quasi, dass man hier immer noch durchfahren kann. Und hier kommen die dann halt rückwärts rein. Next one. Oh, unser Hund. Aufpassen, dass ich den nicht überfahre. So, quasi so dachte ich mir das. Oh, der könnte noch einen Ticken vorne. So. Dann steht er nicht ganz so im Weg. Perfekt. Und jetzt kann man hier nämlich auch durchziehen, wenn man denn möchte.
So, Frontlader hatte ich hiermit verbaut auf Quicke. Und wir haben hier auch tatsächlich den Quicke Frontlader stehen am Hof. Deswegen passt das ganz gut. So, den hier kann man auch mit offener Tür fahren. Das ist ganz praktisch. Den, wo stellen wir den mal hin? Der kann eigentlich gleich mehr hier hinten hin. Denke ich mal. Hier sind eigentlich die Schneidwerke drin. Mal gucken, so Richtung Misthaufen und so. Hatten wir da auch einen Unterstand? Ich weiß es gerade nicht. So, der Misthaufen ist hier auf der anderen Seite. Gibt es hier irgendwas in der Richtung? Ich glaube nicht, ne? Das ist aber auch ein Gelände, ey. Ha, mega gut. Dann kommt er hier hinten mit runter. Ah, hier ist doch ganz gut. Kommt er hier erstmal drunter geparkt. So. Sehr gut. Oh, jetzt muss ich das ganze Stück zurücklaufen hier. Eieieiei. Jetzt ist die Frage, wo lasse ich das Maisgebiss? Wo packen wir das mal hin? Ich glaube, ich habe eine Idee. Einmal Drescher fahren. Wir machen das so. Das stellen wir quasi hinter dem Drescher ab. Wenn es denn hier reinpasst. Tut's nicht. Oh. Wird aber auch knapp. Nee. Das kriegen wir da nicht vernünftig rein. Okay. Brauchen wir dafür auch noch einen anderen Platz? Dann gucken wir mal, wo bringen wir dich unter? Ist das hier bei der Walze vielleicht eine Idee? Dass die Walze da rauskommt? Auch schwierig rein zu manövrieren, ne? Gucken wir weiter hinten. Die Hallen dürften sich auch alle nicht anbieten von der Breite her. Hier kommt man nicht vernünftig ran. Das dürfte auch zu eng sein. Dann wird es wohl auch hier reinpassen müssen. Und da passt es. Sehr schön. Gut. Dann mal runterlassen. Achso, hier ist gar nichts verbunden. Okay. Mal abkoppeln. Oh, ich fahre hier mit. Ich muss doch noch die Treppe einfahren. Sonst ist er ab. Das wäre ärgerlich. Bei einem neuen Gerät. Komme ich hier drunter durch? Oh ja, oh ja. Nein, nein, tue ich nicht. So, da bin ich hängen geblieben. Ja, da kann ich ja korrigieren, oder? Jo, das sieht gut aus. Sehr gut. So, was ich jetzt nicht weiß, ist, kann ich mit dem Drescher den Schneidwerkswagen selber ziehen? Habe ich eine Anhängerkupplung? Habe ich. Achso, ich hätte die Treppe ausfahren müssen. Gut, wieder was gelernt. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da einigermaßen vormanövriert kommen.
Schwierig, schwierig. Einmal Treppe bitte. Einmal von außen gucken. Ja, bei dem Geschoss ist es so eine Sache, ne? So, damit geht's dann gleich rüber zur Feldfläche. Fahren den schon mal hier in Position. Einmal aus. Und jetzt schnappen wir uns die Anhänger. Ich denke, dass ich da auf jeden Fall nachlegen werde und mir andere kaufen werde. Weil die Rudolf, ich weiß nicht. Zum einen die Größe und zum anderen, der eine könnte bleiben, aber der andere ist ein Drehschemel. Und ihr wisst ja, wie ich mit Drehschemel umgehen kann. Auch der Ballenwagen ist schon, dass ich den genommen habe, ist schon ein Entgegenkommen hier der Karte, weil es den Farmtech halt im Ursprung hier auch gibt. Habe ich das jetzt ausgewählt. Aber glücklich bin ich damit nicht. Oh, ich muss noch weiter zurück. Da geht's schon los. So, Nummer 1. Aber jetzt für die ersten Felder soll das funktionieren. Ich könnte die natürlich auch ganz toll hintereinander hängen an einem Traktor. Aber das lassen wir mal sein. Wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen, der soll dem Fendt ideal hinterherfahren. Mit ein bisschen mehr Abstand, damit er mir hier nicht ins Schneidwerk donnert. Jetzt lasse ich Simple IC bleiben. Helferin sitzt drin. Und wir holen uns den zweiten. Und dann geht's rüber zu Feld Nummer 1. Schön hier die ganzen Armaturen alle animiert. Sehr gut. Guck mal, das bewegt sich hier alles. Fahr ich fast wogegen. So, wer hat den denn eingeparkt da? Ich war das nicht. Ich bin da auch nicht gegen gestoßen. Also, dass der da so schief drin steht, ist nicht meine Schuld. Mal gucken, so müsste ich ja eigentlich rankommen. So, hier kann ich den Stuhl nicht einklappen. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine Kühlbox? So, einmal drumrum. Und die Nummer 2. So, das sieht doch jetzt schon einigermaßen ordentlich aus hier. Und dich hängen wir jetzt an den Vario. Der kann 25 Meter Abstand halten. Gut. Das sollte jetzt hinhauen. Dann einmal Weg abchecken. Zwischenspeichern. Wichtig, wichtig. Also, wir fahren jetzt raus aus dem Hof. Hier die Straße runter. Und dann die dritte. Was haben wir hier? Den Supermarkt. Okay. Die dritte große Straße rein. An der Kreuzung.
Da geht's rechts rein, weil hier ist unser Feld. Ich weiß noch nicht, wo die Auffahrten sind und ich habe noch keine Autodrive-Kurse auf diese Feldflächen erstellt. Was ich gemacht habe, ist, es gibt eine Strecke hier um den Hof einmal rum und hier oben rum bis zum Händler. Und der führt einmal hier längs und dann gibt es einmal eine Strecke, die geht hier längs. Das gibt schon, der Rest ist noch nicht da. Oh, auch hier alles schön in Bewegung. Cool. Mega. Müssen wir ein bisschen gucken. Gerade kein Verkehr. Sehr schön. Dann können die da auch alle vernünftig rausfahren. Ist ein bisschen abgefahren hier mit dem Steuerknüppel, finde ich. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, zählt das als erste Kreuzung? Warte mal, hier ist doch schon der Supermarkt. Hinterm Supermarkt habe ich gesagt. Rechts, hier ist noch eine Kreuzung. Die Wege sind gar nicht mal so lang. Cool. So, das heißt, wir müssen hier hoch. Und hinterm Supermarkt soll... Da ist mein Feld. Da ist meine Feldfläche. So, wie machen wir das denn? Jetzt müssen wir uns mal eine schöne Stelle suchen, wo ich rechts ranfahren kann, Schneidwerk aufnehmen. Wie war denn das mit dem Schneidwerk? Jetzt muss ich doch mal kurz von außen gucken. Ja, okay, am besten rechts ran. Weiß nicht, ob da hinten, ob es da nicht vielleicht passender wäre, aber naja, okay. Ich glaube, ich fahre hier rechts ran. Jetzt einigermaßen nachziehen, bis der Weg hier... So müsste es gehen. Dann die Helfer einmal rausnehmen. Eben nicht gemacht, ne? Müssen wir hier noch korrigieren. Ich werde das ganz häufig vergessen, aber naja. Ja, so ganz optimal steht er nicht. Könnte noch einen Ticken vor. Aber ich wollte hier diese Lücke zwischen den Bäumen nutzen, um dann ans Schneidwerk ranzukommen. So mein Plan. Wobei, man kommt da vorbei. Wenn man will, kommt man da vorbei. Das ist in Ordnung. Komm, hier, Kabellage los, abkoppeln. Lassen kurz auf. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den Anhänger nicht treffe. Und dass ich einigermaßen mittig rankomme hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann haben wir da die Feldauffahrt. Jetzt ist er natürlich schon sehr dicht dran gefahren da. So, jetzt komme ich auf jeden Fall an die Anschlüsse. Oder... sind die schon alle verbunden? Muss ich hier nicht mehr machen? Keine Kabellage, keine Zapfwellen, nichts muss ich verbinden. Alles ist direkt dran, ja? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na dann. Klapp mal ein hier. Oh, oh. Schneidwerk kaputt gefahren. End kaputt gefahren. Super. Geht ja gut los. Und der Schneidwerkswagen noch im Weg.
Hoppla. Moment. Ja, der Fendt muss da ein Stück, der 900er muss ein Stück zurück. Oh, oh, oh ja, ich brauche hier mehr Platz. Ich brauche mehr Platz. Ein Stück nach hinten. Jetzt habe ich natürlich schön den Drehschemel hier. Guck mal, da geht er schon weg. Ha! Aber das sollte reichen. Da kann ich nämlich Stück für Stück abfahren. Oh Mann. Ah, da habe ich mir was eingebrockt hier. Komm, das Ding wird jetzt runtergelassen und angeschmissen. Ach, wir müssen den Drescher noch ausklappen. Da war was. Wie sieht es aus? Ein Monstrum. Ein absolutes Monstrum. Wahrscheinlich brauche ich für die Feldfläche gar nicht so viele Anhänger. Ich kann das einfach alles im Drescher lassen. Jawohl. Und da geht er ab. So, schön langsam drauf. Aufpassen, dass ich da nicht in den Schneidwerkswagen komme. Jetzt schon ein bisschen was stehen lassen, ne? Aber da ist auch die Deichsel da, die guckt mir da ein bisschen sehr weit rein. Mal zurückschieben, ganz vorsichtig. Kann man machen. Und Abfahrt. Und schon geht das ab auf der Karpatenlandschaft. Mega gut. So, was sagen denn unsere Anzeigen hier? Sind die irgendwie... Ja, okay, km/h sind da. Umdrehungen. Spritverbrauch. Oh, hier haben wir doch ein bisschen was in der Anzeige mit drin. Habe ich wieder ein bisschen stehen lassen. Finde ich sehr, sehr schwierig aus der Innenansicht. Versuche mich ja immer so ein bisschen hier zu orientieren. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. So, dass quasi der Part hier so einigermaßen hier mit dem Feldrand übereinstimmt. Ich habe das Gefühl, dass es dann grob hinkommt. Das ist auch gemein. Das Feld ist hier nicht exakt gerade, würde ich behaupten. Oder ich lenke doof. Vielleicht noch mal ein Stück von außen. Fenddrescher im Einsatz. Karpatenlandschaft läuft. Erstes Bildchen wird aufgenommen. Oh, schön mit dem Baum hier hinter. Warte, dann gehen wir in den Baum. Drehen uns noch ein bisschen raus und haben den Hof quasi dahinter. Ah, die Tastatur will nicht ganz so mitspielen, wie ich das gern hätte. So macht's Sinn. Ja. Einmal den. Und einmal ohne Baum. So. Wie es an dieser Fläche ist, deswegen hat man die wahrscheinlich auch gleich zu Anfang mit dabei, da laufen diese Strommasten durch.
Helfertechnisch wird sich noch zeigen, ob das ein großes Problem ist oder ein kleines und es macht gar nicht viel aus. Bin sehr gespannt. Ah ja, hier wäre auch noch ein Weg runtergelaufen. Okay. Ja, das habe ich alles noch nicht drauf. Da müssen wir dann noch gucken, wie ich hier wo am besten hinkomme. Ach, ich hätte ihn erst fertig die Schwarte ablegen lassen sollen. Werden auf jeden Fall unsere ersten Strohballen. Die werde ich mir hier auf jeden Fall abholen. Oh, guck mal, wie schön das ist. Jetzt geht es hier so runter. Mega cool. Ah, hier ist auch noch ein Zugang auf die Fläche. Alles klar. Hier ist auch noch so eine kleine Kapelle. Kleine Kirche. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen bisher. Na gut, aus der Innenansicht sieht man gerade nichts. Scheint recht religiös zu sein hier die Gegend. So, weiter. Wie weit sind wir? 46%. Da geht einiges in den Tank. Ich weiß nicht, wie viel in die Rudolfs reingeht. Hätte mir aber auch mal jemand sagen können, dass ich hier noch einklappen muss und mit offener Tür fahre. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jetzt läuft es ganz gut. Dann wäre ich fast wieder aus der Bahn raus hier. Bin sehr gespannt, wie viel hier runterkommt. Gehe davon aus, dass ich den kompletten Weizen direkt bei den Hühnern reinhauen kann. 250 haben wir ja schon. Ich hoffe darauf, dass die sich dann vermehren. 500 gehen rein in den Stall. Und dass wir da dann nicht nachkaufen müssen, sondern dass das Stück für Stück von selber läuft. Moinsen. Ja, eigentlich. Das war jetzt nicht ganz so exakt, wie ich das gedacht habe.
so. Ja, man kommt aber gut voran mit der Arbeitsbreite. Da gibt es nichts zu meckern. Wir sind bei 83%. Ist angenehm wendig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich jetzt einen Autodrive-Kurs eingefahren, eigentlich können wir das mal machen. Obwohl, nee, ich muss ja auch bis zum Hof und bis zum Silo. Und dann könnte ich schön automatisiert abfahren lassen. Vielleicht bereite ich das aber zur nächsten Folge mal vor, dass das Abfahren dann automatisch läuft. Oder wir nutzen die letzten Minuten noch, um zu gucken, ob hier überhaupt schon was vorhanden ist. Ui! Gott, oh Gott! Da war er plötzlich voll. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Einmal ausklappen. Die Treppe wieder runter. Und dann holen wir uns mal einen Abfahrer ran hier. Ja, dann gucken wir, ob da jetzt irgendwo schon was eingefahren ist oder nicht. Let's see. Gibt's hier schon Autodrive-Kurse? Oh ja! Sogar in beide Richtungen angelegt. Fantastisch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Pass auf, pass auf. Wir fahren erstmal kurz einmal ums Feld. Jetzt ist mir der Schneidwerkswagen ein bisschen im Weg. Ich würde so leicht über die über den Randstreifen hier fahren wollen. Jetzt machen wir uns so einen kleinen Feldrandkurs. Aber nur in eine Richtung. Und als Nebenstrecke. Deswegen so hell. Es wird nicht immer funktionieren, auf dem Rand zu fahren. Teilweise muss man halt ins Feld. Und deswegen habe ich auch die Fruchtzerstörung ausgeschaltet. Feldauffahrt werde ich wohl nicht hier unten integrieren. So, hier, wenn ich jetzt mit größerem Gerät kommen würde, könnte ich hier eventuell schon in den Bäumen hängen bleiben. Deswegen halte ich hier ein bisschen Abstand. Oh, ein Lenkrad ist da einfach Gold wert. So, dann connecten wir den jetzt noch. So. Einmal stoppen, einmal connecten. Und dann sagen wir ihm auch, dass das hier Feld Nummer 16 ist das. Über 100 geht es ja nicht, deswegen können wir zweistellig bleiben. Was wir jetzt noch brauchen hier ist eine Auf- und Abfahrt. Die setzen wir dann auch originalgetreu hier.
Das machen wir wie folgt. Ich würde sagen so. Beides Nebenstrecken. Kommst du hier rum? Den ziehen wir mal ein bisschen enger ran hier. Und den auch. Da müsste man eigentlich hier jeweils um die Kurve kommen. Und die sind jetzt in beide Richtungen befahrbar quasi. Nur hier läuft das so. Also ich kann jetzt von hier kommen und ich kann auch von hier kommen und ich kann auch in beide Richtungen abfahren. Aber wenn ich drauf komme, muss ich hier rum. Das könnte von hier aus kommen zu eng sein tatsächlich. Müssen wir da mal in der Praxis gucken, ob das funktioniert? Wird sich zeigen, ob diese Kurve genommen werden kann oder nicht. So, das haben wir theoretisch vorbereitet. Dann holen wir uns jetzt eine Runde Weizen ab. Zack, da läuft er. Davon machen wir selbstverständlich ein Bild. Beweisbilder sind immer gut. Oh, schön mit dem Ballon. Nice. Und ich habe bewusst bei den Fans auch mal ein anderes Design gewählt. Und bei unserem alten 926 Favorit auch ganz bewusst schwarz-rot. So, Mensch, kriegen wir den da echt, kriegen wir den komplett rein? Tatsache. Guck mal. Hammer. Okay, die sind doch größer als ich dachte, die Rudolf-Anhänger. Vielleicht werde ich doch Fan davon. So, jetzt müsste ich in der Theorie. Es müsste eigentlich schon funktionieren. Ah, nee, 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 ich weiß nicht. Vielleicht klappt es nicht. Wenn ich jetzt den Hof auswähle, würdest du einen Weg finden? Nein, okay. Das ist in Ordnung. Weil wahrscheinlich ist irgendwas noch nicht connected. Deswegen schauen wir jetzt, wo es hapert und fahren zum Hof zurück. Letzte Amtshandlung für uns heute. Gucken, ob wir da vorbeikommen. So, moin, nächste Tour gehört dir, ne? So, wahrscheinlich ist hier vorne irgendwo ein fehlender Connect da. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir hin. Wir packen uns hier noch einen in die Mitte. Ziehen den ein bisschen vor. Connecten den schon mal. Noch ein bisschen raus. Den ziehen wir auch schon mal einen Ticken vor. Dann kann man jetzt theoretisch hier schon mal durch. Jetzt kann man schon mal nach rechts abbiegen. Jetzt kann man abbiegen. Auch nach da. Und von da kommend nach da. Den ruhig noch ein bisschen näher ran, genau. Müsste eigentlich hinhauen. Mal gucken. Sieh an.
Er hat einen Weg gefunden. Ich weiß nur nicht welchen. Nicht den, den er finden soll. Du müsstest jetzt eigentlich... Wahrscheinlich passt dir das da noch nicht so gut. Müssen wir den weiter nach hinten setzen. Ich wollte den eigentlich in der Mitte haben, weil ich den dann von allen Seiten ansteuern kann. Aber von hier aus müssen wir dann quasi das gleiche nur andersrum machen. Ja, fahren Sie mal durch. Fahren Sie mal durch. Wir machen hier gerade Tests. Warum auch immer er dreht, das ergibt keinen Sinn. Wahrscheinlich fehlt noch irgendwo auf dieser Strecke ein Connect. Wollen wir mal gucken. Ah, ja, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß schon wo. Und zwar gibt es hier noch keinen Linksabbieger auf den Hof, oder? Habe ich den schon gesetzt? Doch, eigentlich... Nee. Guck an. Der ist nämlich falsch rumgesetzt. Das ist das Problem. Da habe ich nie aufgepasst. Der muss nach da laufen. Der geht nach da, der geht nach da, der geht nach da und der ist von hier. Okay. Jawohl, jetzt war ich zu nah dran. Jetzt fahren wir kurz durchs Nachbarfeld. Wir testen das einmal von weiter hinten. Ungefähr von hier. Weil zum Hof müsste er jetzt ja kommen. Theoretisch hat keinen Weg gefunden. Doch, na klar, hast du einen Weg gefunden. Geht doch. Aber du musst jetzt auch abbiegen. Er wird schon verdächtig langsam, das ist gut. Und er biegt ab. Perfekt. Okay, das haben wir. Alles klar. Jetzt fährt er über die Waage. Und jetzt muss ich ihn stoppen. Weil jetzt brauchen wir einen Weg zum Silo. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie rum ich den am besten setze. Wir schauen mal von hier aus, ob das eine Variante ist, dass man hier rumfährt und dann von hier kommt. Oder andersrum. Ich würde fast sagen, von hier kommend erscheint mir das sinniger. Schön ist, dass hier überall so kleine Fahrspuren aufgebracht sind. Das finde ich sehr gut. Daran kann man sich nämlich ein bisschen orientieren. Jetzt möchte ich eine saubere Kurve haben, deswegen setze ich den noch dazwischen. Und dann orientiere ich mich einfach an dieser Fahrspur. Und lotst den da rein. Und da soll der bitte auch einigermaßen gerade durchfahren. Ja. In der Hoffnung, dass er hier jetzt erkennt, dass er abladen kann. Das sieht gut aus. Sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Punkt hier. Also das ist jetzt erstmal der Punkt Hof Silo. Nochmal kurz auswählen, Hof, Silo,
bearbeiten. Entladen. Das hier wird der Punkt. Hofsilo beladen. Und jetzt muss man den einigermaßen sauber da wieder rausbekommen. Denn hier werden ja auch größere Geschosse wahrscheinlich durchwollen. Einmal den Connect. Oh, das ist nicht ganz so optimal. Also viel größere Anhänger laufen hier nicht. Muss ich ganz genau gucken, wie ich das mache. Setz mir mal einen Punkt hier. Ja, genau. Und der heißt Hof Butter beladen. So nennen wir den erstmal. Jetzt brauchen wir einen vernünftigen Weg zurück. Wir fahren mal hier rum. Wir fahren erstmal mittig. Das ist hier für Autodrive dann nur eine Richtung gibt. Bisschen Platz und Abstand dazu. Das kann man dann vielleicht noch einfahren. Und dann connecten wir das Ganze wieder hier ran. Uff. Uff. So. Der Weg zurück könnte theoretisch hinhauen. Wir gucken mal, ob er losfährt, als kleiner Abschluss hier. Er fährt los. Sauber. Das ist doch schon mal, das ist schon mal sehr gut. Okay. Soll er aber nicht, weil wir haben ja noch gar nicht abgeladen. Warum nicht? Weil ich das zu den Hühnern bringe. Aber das machen wir in der nächsten Folge und nicht mehr heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Start auf der Karpatenlandschaft. Wir sind am Dreschen, wir sind am Abfahren. Wir haben die ersten Autodrive-Kurse eingefahren. Und ich gewöhne mich noch an Simple IC, aber macht jetzt schon Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.